Abgeordnete Frau von Allwerden hat ja das Beste gemacht, was man machen konnte. Sie hat den selbsternannten Ahnenforscher der AfD lächerlich gemacht. Aber man muss ja mal gucken, wie der Mann agiert. Nicht nur im Fall von Frau von Allwerden, sondern auch im Fall von Frau Oldenburg. Der schiebt ja implizit Folgendes rüber. Der sagt, wenn jemand eine Nazi-Vergangenheit in der Familie hat, dann darf er sich nicht mehr äußern. Dann soll er sich zurückhalten. Der ist stigmatisiert. Es gibt eine Vielzahl von Leuten, die diese Nazi-Vergangenheiten in ihrer Familie gehabt haben und daraus die Konsequenzen gezogen haben und starke Demokraten geworden sind. Einige auch nicht, ja. Ja, 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 so ist es. Und so kommen sie herangeschlichen ans Mikro und machen auf diese Art und Weise eine Form von Politik. Ich finde, sie sind ein ganz übler Schlingel, sind sie. Ja? Und das muss man in dieser Deutlichkeit auch mal sagen. Ja? Gerade um dort Leute, die entsprechende Erfahrungen haben, ob selbst gemacht oder in ihren Familien, sind ja aufgefordert, nach vorne zu gehen und zu sagen, so wird es nicht gehen. Und es waren Ihre Leute, Sie habe ich im Fernsehen gesehen. Gegen Ausländer habe ich nichts. Wenn Sie als Touristen kommen, dann gehen Sie auch bald wieder. Wie war es mit der Weibel? Burkas, Kopftuchmädchen, Messermänner und sonstige Taugenichtse. Ganze Bevölkerungsgruppen werden letztendlich lächerlich gemacht. So sind Sie. Und dann kommen Sie hier mit scheinheiligem Ton und bitten und fordern auf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Sie sind keine Demokraten. Sie sind zum großen Teil richtigerweise unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Und der Ape, der kann doch klagen, wenn das nicht stimmt, was gegen Sie gesagt wird. Dann gehen Sie zu Gericht und lassen es feststellen. Aber Sie wissen ganz genau, dass alles stimmt bis zum TZ. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren.